packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Gianni Marosch-Wöldi, langjähriger Trainer der Ringerriege Hergiswil und fundierter Könner der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenaftale Zentralschweiz die laufende Saison. Spannend, Halbfinal, jetzt geht's zur Sache. Am Samstag trifft Willisal daheim auf Kriesere und Hergiswil in Muri auf Freiamt. Willisal hat in der laufenden Saison beide Kämpfe gegen Kriesere knapp gewonnen, Hergiswil gegen Freiamt daheim gewonnen und auswärts hoch verloren. Wer gewinnt? Der Gianni meint. Alles schon weiss für die Paarung. Jetzt ist es so aussehen. Willisal gegen für Piessen und Freiamt gegen für Hergiswil. Das eine Seite ist gut für Hinterland, die andere Seite ist schlecht. Schon möglich, schon wieder Final geben für Willisau Hergiswil. Aber das ist auch schon möglich, weil es ausgeschieden. Aber ich hoffe, es nicht so passieren. Gut, Willisau gegen Kriessen. Vorrunde und Rückrunde gezeigt für Willisau gegen für Kriessen. Relativ gut gewesen Umständen für die Mannschaft und relativ gut passt für Willisau für Kriessen. Aber ich sage, ein bisschen mehr Chance geben für Willisau zu Hause. Vielleicht 51-49% für Willisau. Freiamt gegen für Hergiswil ist da auch wie Halbfinale und Finale. Ist immer alles möglich, aber ich so gebe etwas umgekehrt. Ich sage, vielleicht 51% Chance für Gewinnen für Hergiswil und 49% Chance gewinnen für Freiamt. In Vorrunde ist andere Aufstellung wie Rückrunde. Vielleicht Rückrunde besser passt für Freiamt. Gianni, da gäbe es noch eine Frage. Wieso ist Hergiswil dritt und Willisau viert? Beide Mannschaften haben ja genau gleich viele Punkte, nämlich 13. Jetzt, das ist Reglement für Zwischensitz für Mannschaftsmeisterschaft. Wenn zwei Mannschaften haben genau gleiche Punkte, und dann wie jetzt für Willisau und Hergiswil, nachher schon für direkte Gegner. Das heißt, Vorrunde und Rückrunde zweimal gerungen für Willisau gegen Hergiswil, einmal verloren, einmal unentschieden machen. Das heißt, für diese direkte Gegner ist Hergiswil besser, sie gegen Hergiswil haben drei Punkte und Willisau nur eins. Das entscheidende Weg ist drittes und Weg ist vierter. Also, gute Aussichten für unsere Region. Der Gianni sieht Hergiswil gegen Freiamt und Willisau gegen Kriesere jeweils knapp mit 51-49% aus Sieger. Das meint der Gianni. Und was meinst du? Sag uns die Meinung auf Facebook oder YouTube, Stichwort Ringen Telenapf. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.